oder Freunde, einen schönen guten Tag und die besten Grüße aus Kirchschlag in der buckligen Welt. Heute möchte ich euch zeigen, wie man Kartoffel-Zwiebelauflauf macht. Es ist ganz einfach, ich habe schon was vorbereitet. Zuallererst braucht man mal eine Auflaufform. Das ist die Form, wo ich auch Brot backe drinnen, das ist antihaft beschichtet. Ja, 500 Gramm Zwiebeln, ich habe die schon grob geschnitten. 500 Gramm Kartoffeln, klein gewürfelt. 150 Gramm Speck, natürlich selbst geräucherten. 3 Knoblauchzehen, 3 Eier. 100 Gramm Pizzakäse, einen Becher Sauerrahm und etwas Milch. Ich weiß es nicht, ob ich sie brauche, aber wenn das zu nicht dünn genug wird, wird Milch beigemengt. Ja, und an Gewürzen habe ich hier 12 Gramm Himalaya-Salz, 2 Teelöffel habe ich Teigkräuter, 2 Teelöffel Pfeffer grob geschrottet und einen halben Teelöffel mit Thai Chili. Etwas Schärfe gehört hinein. Ja Leute, ich werde jetzt die Zwiebeln in Butter andünsten, wirklich nur glasig dünsten, die Speckwürfel dazu und den Knoblauch. Und wenn ich das fertig gedünstet habe, melde ich mich wieder. Dann zeige ich euch, wie man das abmengt und die Form befüllt. Also bis später dann, Freunde. Wie ihr sehen könnt, bin ich beim Zwiebeldünsten. Ich sage jetzt mal, die müssen keine Farbe haben. Die brauchen wirklich nur glasig sein. Ich schätze jetzt mal, in 5 bis maximal 10 Minuten wird es soweit sein. Und dann zeige ich euch, wie das vermischt wird. Und weiter geht's, Leute. So, ich habe mir hier schon eine Schüssel vorbereitet. Jetzt kommen die Kartoffeln rein. Dann die Zwiebeln, ihr könnt sehen, das ist nicht, die haben keine Farbe, die sind wirklich nur glasig. So. Ja, jetzt ist mir der Pfeffer in die Nase gestiegen. Ja, ich habe die Eier mit dem Sauerrahm vermengt. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche davon. Käse gebe ich später zu, denn die Zwiebeln sind noch warm. Das soll ich, sonst fängt das alles zum Kleben und pickt alles. Ja, jetzt hat es die richtige Konsistenz. Ja, Freunde, ihr werdet sehen, probiert es aus, es schmeckt. Es ist ein Traum, kann ich da nur sagen.
Und jetzt geht's ans Befüllen. Ja, warum geht sich das so genau aus, Leute? Weil ich das nicht zum ersten Mal mache. Und jetzt ab in den Backofen, ins Backrohr. Ich sage jetzt mal, das ist jedes Mal verschieden. Ich werde es auf jeden Fall jetzt mal 45 Minuten bei 160 Grad und die letzten 15 Minuten werde ich auf 180 Grad gehen. Also eine Stunde bleibt es auf jeden Fall drinnen. Jo, also bis später dann. Liebe Freunde, und wir sehen uns dann bei der Verkostung. Ich freue mich schon drauf. Circa, sag mal, in 2 Stunden. Bis später dann, Freunde. So, Leute, mein Kartoffel-Zwiebelauflauf ist soweit fertig. Wie ihr sehen könnt, der ist so richtig gut gelungen. Ja, wenn euch mein Video gefallen hat, Freunde, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, drückt die Glocke neben den Abo-Button, ihr werdet verständigt, sobald es neue Videos gibt. In diesem Sinne werde ich mich jetzt verabschieden. Ich wünsche euch noch einen schönen guten Tag. Nochmals liebe Grüße aus Kirchschlag. Tschüss, Servus für die Österreicher und auf Wiederluger für die Schweizer. Ich habe sehr viele Schweizer Abonnenten und das freut mich. Ja, Leute, und mir persönlich wünsche ich jetzt einen guten Appetit und bleibt so anständig, wie ich sein sollte, Freunde. Bye, bye.